Zen-Stoiker, die diese Verklärungs-, Verzerrungs-, Aletheia-, Verbergungsfunktion des Bewusstseins wenigstens erahnen, sich dann sagen, das ist es nicht, das kann es nicht sein. Und sich dann auf diese grinsende Bauchnabelschau Buddhas zurückregredieren auf Beobachtung der inneren Vorgänge der Homöostasen, Dyshomöostasen, der Freudeausschüttungen, der Dysphorien, entsprechend den Imperativen der unteren Eucharonta, der oberen Acheronta, der peristaltischen Verdauungsschläuche und dergleichen mehr. Also diese Innennabelschau betreiben und dann auch zudem, das ist es auch wiederum nicht. Und dann all das herausdividieren, um dann auf diese Unmöglichkeiten hinter den Möglichkeiten, auf diese Notwendigkeiten hinter dem Necessären, dem nicht aufhören können, sich zu schreiben, das Glotzen auf den Kiesel, das ein Wiesel inmitten Bachgeriesel beschrieb. Um des Reimes willen, das Wasser im Ozean, die Struktur, das Skelett hinter dem schön gut ganz gemachten, und dann erneut zu dem Schluss kommen, das ist es nicht.